Wo sind denn eigentlich seine Augen? Hey Leute, was geht? Crafty wieder hier. In diesem Guide für Dummies geht es um Wraith oder auch den Geist genannt. Da ich allerdings auf Englisch spiele und wir alle wissen, dass in Englisch halt alles viel cooler klingt, werde ich ihn in diesem Video hauptsächlich Wraith nennen. Wir schauen über die Vor- und Nachteile des getarnten Killers, reden über seine besten Addons, seine Power, die Yammerglocke bzw. die Wailing Bell, Perks, die super zu ihm passen und. Let's go! Wraith gehört von den Stats her auch hauptsächlich zu euren Basic-Killern. Wir haben hier einen normalen Terrorradius von 32 Metern, er hat einen normalen Movement-Speed von 4,6 Meter die Sekunde, zumindest wenn er enttarnt ist. Er ist von seiner Statur her aber eher groß und greift allerdings ganz normal mit seiner Mausklick-Attacke an. Was ist denn dann so besonders an diesem langweiligen, völlig normalen Killer? Wenn er seine Yammerglocke läutet, ist er komplett unsichtbar und erhält auch noch den Undetectable-Status. Naja, sagen wir mal, nicht ganz unsichtbar. Geübte Survivor oder generell Leute mit guten Augen können euch trotzdem noch sichten. Trotzdem muss man sich ein bisschen konzentrieren und aufmerksam spielen. Zwar ist nun euer roter Fleck verschwunden, so wie euer Terrorradius, aber ihr seid immer noch durch eine verschwommene Silhouette erkennbar. Ähnlich wie man das kennt, wenn was zu heiß ist. Ihr wisst schon, dieses schwummrige, wie so Hitzewellen. Ihr wisst schon, was ich meine. Zusätzlich, zumindest wenn man nah an euch dran ist, gebt ihr hin und wieder so ein Grunzen von euch. Obwohl, wenn man das schon hört, ist es meistens sowieso zu spät. Egal. Jetzt seid ihr also komplett unsichtbar, grunzt hin und wieder, keiner sieht oder hört euch für gewöhnlich kommen, ihr sneakt euch total krass an Survivor an und dann, ja, habe ich erwähnt, dass ihr in dieser unsichtbaren Form nicht angreifen könnt? Ja, richtig. Ihr müsst erst nochmal die Glocke läuten, um euch quasi zu manifestieren und dann könnt ihr jemandem auch eine mitgeben. Während ihr euch sichtbar macht und die Animation des Glocke-Läuten passiert, seid ihr leider auch etwas geslowt. Seid ihr aber dann komplett manifestiert, habt ihr für eine knappe Sekunde oder so einen kleinen Speedboost, um wieder etwas aufzuholen. Und es war es auch eigentlich schon zu seiner Power. Recht simpel, oder? Wraith ist sehr stark Addon-abhängig, beziehungsweise ihr könnt seine Spielweise ziemlich krass mit bestimmten Addons beeinflussen. Ihr könnt zum Beispiel seine Glocke komplett stumm schalten, dann seid ihr richtig sneaky, weil keiner mehr mitbekommt, wenn ihr euch tarnt oder enttarnt. Oder ihr könnt aber auch euren Movement-Speed drastisch erhöhen, wenn ihr unsichtbar seid. Oder auch die Geschwindigkeit, in welcher ihr Gens kickt oder zum Beispiel Paletten und Wände zerstört. Dazu später mehr. Eine meiner Lieblingsspielweisen für Wraith ist ein sogenanntes Hit-and-Run-Build. Dazu suche ich mir einen Survivor, gebe ihm eine mit, verschwinde dann wieder, suche mir den nächsten Survivor, gib dem eine mit und so weiter. Ich versuche immer unberechenbar über die Map zu huschen und irgendwo aufzutauchen und für Stress zu sorgen. Die Survivor wissen so nie, wann ich irgendwo wieder auftauche, ob ich einen Chase doch tatsächlich mal committe oder ob ich jemanden mal wieder nur eine reinhaue und dann verschwinde. Meine Addons und Perks unterstützen diesen Playstyle natürlich, auch das schauen wir uns gleich an. Habe ich schon erwähnt, dass Wraith in seiner Unsichtbarkeit geflashlight-burned werden kann? Wenn ein Survivor lang genug mit einer Taschenlampe auf euren Körper leuchtet, kann er euch Betäubung aus der Unsichtbarkeit holen. Am besten funktioniert das natürlich, wenn ein weiterer Survivor mithilft. Das kann in bestimmten Situationen sehr effektiv und auch ärgerlich für euch sein. Manche machen es auch wieder nur, um dem Killer auf die Eier zu gehen, aber hey, ich hab's erwähnt. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass selbst wenn ihr in getarntem Zustand eine Palette in die Fresse bekommt, ihr nicht nur betäubt seid, sondern auch aus eurer Unsichtbarkeit geholt werdet. Gehen wir mal über eine kleine Pro- und Kontraliste von Wraith. Wraith ist super einfach zu lernen und seine Power ist auch recht simpel. Deswegen gibt es auch direkt zwei Pro-Punkte. Einen für die Anfängerfreundlichkeit und einen für die simple Power. Mit den richtigen Addons könnt ihr für Abwechslung sorgen und auch richtig spüren, wie stark manche davon sind. Außerdem ist Wraith super auf Indoor-Maps, weil ihr dann noch schwerer zu spotten seid. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das mit den Addons auch ein Negativpunkt ist. Wraith ist sehr Addon-abhängig und kann sich ohne bestimmte Addons manchmal sehr schwach oder hilflos anfühlen. Besonders gegen gute SWF-Gruppen oder sogar Bully-Squads. Offene Maps sind euch auch gern mal ein Dorn im Auge, weil man euch eventuell schon von weit weg sehen kann. Die einzige Power ist eure Unsichtbarkeit. Ansonsten seid ihr ein ganz normaler Mausklick-Killer. Kommen wir nun mal zu den Addons. Mit dem All-Seeing Spirit könnt ihr anhand der Farbintensität der Augen von den Generatoren ausmachen, wie weit diese fertig repariert sind. Ist ganz nett, aber ich finde es gibt besseres, wie zum Beispiel der Coxcomb Clapper. Damit wird eure Yammerglocke komplett geräuschlos. Den Unterschied werdet ihr beim Spielen direkt merken.
Wenn ihr zum Beispiel neben einem Generator seid, an dem ihr gerade hört, dass er repariert wird, und ihr enttarnt euch davon um die Ecke, erwischt ihr garantiert den Survivor, weil er niemals mitbekommt, wie ihr euch enttarnt. Shadow Dance Blood ist auch extrem geil, weil ihr Gens, Paletten und Wände um 60% schneller kickt. Das ist eine Menge. Windstorm Blood ist eins meiner Lieblings-Addons, weil ihr getarnt um 9% schneller über die Map pusht. Von den letzten beiden Addons gibt's dann auch noch eine billigere Variante in Anführungsstrichen, nämlich als grüne Variante, und die könnt ihr dann miteinander kombinieren. Windstorm White gibt euch zum Beispiel nochmal 7% Movement Speed und Shadow Dance White lässt euch Gens, Paletten und Wände um 40% schneller kicken. Bei den gelben Addons habt ihr auch nochmal 5% Movement Speed. Und mit dem Bone Clapper können die Survivor nicht mal mehr die Richtung oder Distanz der Jammerglocke ausmachen, was auch für viel Verwirrung bei den Survivern sorgt. Die braunen Addons sind alle irgendwie komisch oder situationsbedingt, aber eins gefällt mir ganz gut, nämlich The Ghost Suit. Selbst wenn ihr euch enttarnt, sind euer roter Fleck und euer Terrorradius weiterhin für 6 Sekunden unterdrückt. Ziemlich sneaky. Schauen wir uns mal eins meiner Wraith-Builds an. Das ist mein Hit-and-Run-Build, was ich am meisten spiele. Zunächst kombiniere ich beide Movement-Speed-Addons miteinander, Windstorm White und Windstorm Blood, für satte 16% Movement-Speed-Bonus, wenn ich getarnt bin. Mein erstes Perk ist Sloppy Butcher. Das ist auch das Bread and Butter von diesem Build. Ich will permanent alle Survivor verletzt haben und das Heilen dauert somit länger, und wenn ich jemanden beim Heilen in die Quere komme und die Survivor müssen das unterbrechen, ist der Heilfortschritt gleich 0. Mein nächstes Perk ist Corrupt Intervention. Zu Beginn des Spiels sind die drei am weitest entfernten Gens von meinem Spawnpunkt aus für 120 Sekunden geblockt. Am entferntesten von mir heißt auch, dass es vermutlich die drei nächstbesten Gens für die Survivor sind, also vom Spawnpunkt her. Die 120 Sekunden nutze ich, um die ersten Survivor zu verletzen. Beachtet aber, dass Corrupt Intervention deaktiviert wird, wenn ihr den ersten Survivor downt oder die 120 Sekunden abgelaufen sind. Ihr wollt in der Regel erstmal niemanden down haben, wenn ihr dieses Perk spielt. Mein drittes Perk ist Deadlock. Jedes Mal, wenn ein Generator komplett repariert wurde, wird der Generator mit dem am nächstmeisten Progress für 30 Sekunden geblockt. Außerdem sehe ich dessen Aura in weiß. Und mein letztes Perk ist Bamboozle. Fenster und generell Vault Locations sind der natürliche Feind eines jeden Mausklick-Killers. Mit Bamboozle vaultet ihr standardmäßig 15% schneller, und wenn ihr eine Vault-Action performt, ist die Vault-Location für 16 Sekunden geblockt und kann von keinem Survivor mehr in dieser Zeit genutzt werden, außer von euch. Ihr könnt die beiden mittleren Perks, Corrupt Intervention und Deadlock, jederzeit für andere Gen-Perks tauschen. Ich spiele auch hin und wieder mit Meta-Perks und hole mir einfach Call of Brian und Eruption in das Bild. Funktioniert dann super, wenn ihr noch Shadow Dance Blood mit drin habt und die Gens nochmal 60% schneller kickt. Weil ohne Corrupt und Deadlock müsst ihr dann eben Gens kicken. Ich weiß, es gibt noch viele andere geile Builds und Wege, Wraith zu spielen. Ich habe euch jetzt erstmal nur eins meiner Lieblingsbuilds gezeigt. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr am liebsten Wraith spielt. Ich lasse mich da eh immer gerne inspirieren. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Würde mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder auch das ein oder andere Abo auf meinem Kanal freuen. Gerne könnt ihr auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, dort streame ich mehrmals die Woche, also fast täglich. Und bei Fragen, Anregungen, Diskussionen könnt ihr auch gerne meinen Discord-Server besuchen. Links zu allen Socials sind in der Videobeschreibung. So viel zu mir, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Peace out. Und warum ist sein Arsch zugenäht?